So, liebe Freunde, es geht weiter. Nach der letzten Runde, die ein bisschen traurig war, gehen wir jetzt auf Battlefield of Eternity. Und da gibt es nicht viel, was wir spielen können. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir hier mal wieder die Valar spielen oder auch was anderes. Erstmal, wenn wir gucken, dass wir die Valar bekommen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Wir schauen mal. Auch Lunara wäre denkbar. Cassia gebannt. Ein Held schwebt mir gerade noch so in dem Kopf, und zwar die gute Sylvanas. Okay, wir kennen also James Renner, ist schon mal gut. Okay, Sylvanas wird das schon mal nicht. Maltair ist auch noch eine Möglichkeit. Samuro ist auch eine Möglichkeit. Zul'jin natürlich auch. Kann jederzeit losgehen. Ich höre den Ruf. Gewagt. Würde ich behaupten. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Ich hoffe, er geht taunt. Oh! Das weiß ich nicht, ob das so geil ist. Bin gerade überlegen, was haben wir noch für Alternativen? Zul'jin wäre eine Möglichkeit, natürlich. Samuro oder eben auch einfach mit der Valar vielleicht. Die Valar würden wir sogar bekommen, so wie es aussieht. Wir brauchen noch einen Tank oder zwei Tanks. Eine Sonja sehe ich am Horizont mit Lieb, die Moral ist einfach auseinander. Der Kreuzzug ruft. So, Henna. Es ist halt die Frage. Die Ming wäre natürlich ganz cool, weil wir haben noch keinen Magier. Lunara wäre auch nicht so schlecht, aber dann wären wir wahrscheinlich von Hanzo weggebrezelt. Kommt halt drauf an, was sie jetzt als letztes reinpicken. Ich denke, Li Ming ist hier ein relativ okayer Pick. Dieses Reich braucht mich. Zul'jin könnte meiner Meinung nach ganz cool sein. Oder gar nichts. Alle Macht der Geißel! Okay. Das ist unerwartet. Aber der Artanis hat dann natürlich ein Problem. So, Li Ming. Astrale Präsenz. Meine Macht wächst.
Dieser Krieger könnte unsere Hilfe gebrauchen. Was ist dein Job, Atanas? Wir legen los in T-minus 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben es noch gecheckt, sehr gut. Und der Hammer fällt. Warum nicht? Ja, gut. Die spielen das eigentlich gar nicht so schlecht. Wohin? Dein Team vergießt das erste Blut. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Wenn es leicht wäre, würden es alle tun. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Oh! Hat der ein Glück, ey, dass er nicht abgenudelt wird. Leute, können wir bitte das Camp machen? Ist es possible? Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämon. Na, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Gucken wir mal, wir haben das Camp gemacht, das müssen sie finden. Den auf Range bleiben. Ich muss eine neue Position beziehen. Es scheint, als nehmen meine Reisen kein Ende. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? So, das ist schon mal gut. Der Kristallbogen wird ewig scheinen. Die viel wichtige Frage ist, warum der Varian jetzt nach unten gegangen ist und nicht der Atanas. Zu mir, Sterbliche. Wir marschieren gegen die Tore der Hölle. So, Zeitrache. Nice.
hätte ich selbst nicht besser machen können. Ich bin geheilt. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Manchmal vermisse ich Kalina ziemlich. Ja, ich hab kein Mana mehr. Ich muss ruhen, Helden. Doch ich werde zurückkehren. So, wir haben leider das Keep nicht bekommen, was ein bisschen traurig ist, ein bisschen ätzend ist. Der Varia hat das hier ganz gut gemacht. Das würde ich nicht unbedingt tun. Wir haben auch gecheckt, dass es vielleicht eine blöde Idee ist. In der Zwischenzeit kann ich, glaube ich, mal zum Brunnen eiern. Die werden das Hardcamp jetzt machen. Wahrscheinlich sogar beide Camps. Ah, schade. Zombie-Wall dazwischen. Bald kehren wir Unsterbliche zurück, ihr Helden. Na gut. Und los geht's. Tut Buße, Dämon. Meine Zauber sind bereit. Such dir ein Talent aus. Habt Acht, ich ändere meinen Standort. Oh, die sind aber relativ schnell diesmal. Nee. Nach unserem Triumph kehrt in diesem Reich wieder Ordnung ein. Na, gute Nacht. Nice. Keiner hat die Gloves mitgenommen, was natürlich nicht so geil ist. Vielleicht können wir hier noch einen. Ist bereit fertig gesteckt. Ein Küsschen zum Abschied, kleines Vor. Kabum die Boom. Ein Vor weniger. Weiß. Grüß die Radieschen. So macht man das. Fürchtet nicht. Oh, der hat überlebt. Das ist ja ätzend. Nice, sehr gut. Ich geh mal zum Brunnen. Such dir ein Talent aus. Es
Und dann werden wir, glaube ich, auf Glaskanone spielen. Ja, Fähigkeit wahrscheinlich automatisch. Nee, wir werden Kanonier spielen. Das ist schon ziemlich gut hier. Ich nahe Sterbliche. Bereitet euch vor. Mal gucken. Wir müssen runter. Johanna ist jetzt nach unten gegangen. Wenn es leicht wäre, wir müssen andernorts weiterkämpfen. Ich habe leider keinen Mana mehr, was ein bisschen ätzend ist. Doppelt hält besser. Och nee, da verabschiedet sich eins unserer Fors. Nix mehr von übrig. Niemand kann mich aufhalten. Chaos! Okay, das Ding ist jetzt zumindest da oben mal weg. Also das haben wir verkackt. Meine Zauber sind weg. Ich muss mich kurz zurück. Jetzt gibt es nochmal Orbs. Der Varian geht wahrscheinlich jetzt zurück. Mal gucken. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Das ist dämlich. Fuck, da sind die blöden Minions dazwischen gewesen. Ein Küsschen zum Abschied, kleines Tor. Warum nicht? Gegner getötet. Ich bin geheilt. Stellt euch hier. Ich kann vorerst nichts mehr für euch tun. So, wir werden jetzt den Arkan Orb spielen, Orbit. Setz diesen Helden außer Gefecht. Wir müssen uns zurückziehen. Ich gehe jetzt auch mal zurück. Ah, ich kann zum Brunnen gehen, so schon ist es jetzt nicht. Wir haben beide Keeps down, das ist schon mal so erleichternd. Ja, aber das ging ja Team sehr, sehr gut im Griff. Ich hätte den Arthas hier nicht mitgenommen, ehrlich gesagt. Er macht null Impact auf Morales, die wir immer sehr gut im Griff haben bisher. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Immer schön safe spielen
Und wenn wir sehen, Morales hat Probleme, dann sind wir meistens auch sofort da. Bleibt wachsam. Bald werdet auch ihr im ewigen Konflikt kämpfen müssen. Und los geht's. Ich werde dieses Reich von eurer Verderbnis erlösen, Höllenbrut. Na, schade. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Sie haben nicht mal einen Hauch einer Chance gegen das Team. Wenn es leicht wäre, würden es alle tun. Sehr, sehr gute Moral, das muss man an der Stelle mal sagen. Ja, ich liebe dieses Wort auch. MVP. Guter Varian. Sehr gut gespielt. Eben Morales im Punkt. Ja, hat sich mal wieder rentiert, hier den guten alten Orb-Bild zu spielen. Spiele ich sehr, sehr gerne den Orb-Bild. Wenn es manchmal passt, ist es mega gut. Und hier hat es sehr gut gepasst natürlich, weil das sehr, sehr stark ist auf der Map. Athanas hat sehr gut gespielt, einmal war er ganz schön im Trouble, hat es aber dann trotzdem irgendwie gemeistert, weil Morales rechtzeitig da war. Auch diese, was mich ein bisschen gestört hat im Early Game, der Athanas halt ist ein Job oben, die Solo Lane zu machen. Dann nachher ist Varian dann runter rotiert, das nicht unbedingt praktisch war. Aber der Athanas hat es ja dann doch irgendwie hinbekommen. Also wir haben die hart dominiert. Wir haben gar nichts auf die Kette bekommen. Naja. Gut, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.